Wir schauen uns heute nochmal das Thema Nassversiegelung an und heute ist ein neuer Kandidat hier zu uns in die Halle gekommen und zwar der Sonax Spray and Protect. Das ist ja der direkte Konkurrent jetzt zum GN Red Coat und zum Shiny Garage Red Protector. Das sind so aktuell meine Favoriten und heute schauen wir uns mal den Sonax an, ob der hier echt in dieser Gruppe noch bessere Ergebnisse erzielen kann, ob er wenigstens gleichwertig ist oder vielleicht ein bisschen schlechter ist. Ich bin gespannt. Der kostet hier 15 bis 17 Euro für die 57 Milliliter. Beim Shiny Garage haben wir ungefähr einen Preis von 12 bis 13 Euro für 500 Milliliter und beim Shein Red Coat haben wir ungefähr einen Preis von 20 Euro für einen ganzen Liter. Ich kriege nochmal die Preise alle eingeblendet und auch nochmal den Literpreis. Es gibt auch von diversen Produkten hier nochmal so ein 5 Liter Gebinde, zum Beispiel vom Shiny Garage, da kommt ihr noch ein bisschen günstiger. Also da müsst ihr auch genau schauen dann in Zukunft, für welchen ihr euch entscheidet, auch vom Preis her. Gucken wir uns die drei an. Schöne große Motorhaube für euch vorbereitet. Auto ist komplett gewaschen, kann aber nass bleiben, weil wir brauchen es nicht trocknen, weil das ist der Vorteil von diesen Nassversiegelungen. Ihr könnt sie direkt aufsprühen und dann mit einem Hochdruckreiniger abspülen und schon habt ihr die Versiegelung drauf, trocknet das Ganze noch und ihr seid fertig. Viele von euch nutzen das auch vor allen Dingen im Winter jetzt, weil es einfach sehr schnell geht, schnell an der SB-Box noch eine kleine Versiegelung draufbringen. Ist eine schöne Sache. Ihr seht auch meinen Bed Protector, da ist auch nicht mehr so viel drin und beim Gian habe ich mir jetzt nochmal die Literversion geholt, auch noch effektiv so zwei Drittel in der Flasche drin. Ich bin gespannt, wie die 30 jetzt nochmal schlagen. Viel Spaß bei dem Vergleich. Und wie bei jedem Vergleichstest schauen wir uns erstmal das Abperrverhalten vorher an. Ihr seht schon, hier die Tropfen liegen jetzt schon drauf, richtig eckig. Schauen wir nochmal nach. Also hier ist wirklich gar nichts drauf. Der Wasserfilm, ja, wie so eine Lackierung. Da reißt gar nichts auf, total glatt und richtig schön stumpf. Also hervorragende Voraussetzung. Und das Schöne ist, wir können jetzt direkt mit unserer Nassversiegelung hier starten. Und hier seht ihr mal unseren kleinen Versuchsaufbau. Auf der linken Seite werde ich das GN Red Coat einsetzen, auf der Mitte das Sonax Spray and Protect und auf der rechten Seite den Shiny Garage Wet Protector. Flächen sind noch schön nass und damit können wir jetzt einfach die gesamte Fläche einsprühen und wir nehmen gleich die Scheibe mit, weil ihr könnt die Sachen auch auf der Scheibe anwenden. Fange ich hier drüben beim GN Red Coat an, Fläche komplett nass, auch Scheibe soweit schön mit Wasser benetzt. Hier oben auf Spray stellen, nochmal die Flasche richtig schön durchschütteln, kurzer Testspray und dann geht's los. Sprühen wir das hier gleichmäßig ein. Und genauso auch hier auf der Scheibe. Auf der Mitte nutze ich jetzt hier den Sonax, hier oben öffnen, vorher durchschütteln nochmal. Genauso wie den Shiny Garage. Und Lars sprüht jetzt auf der rechten Seite die Fläche mit dem Shiny Garage ein. Ich hier großzügig mit dem Sonax. Der hat einen sehr, sehr süßlichen, angenehmen Geruch. Und die brauchen auch keine lange Ablüftzeit oder Antrocknenzeit. Es geht direkt los mit dem Wasser absprühen. Genauso auch hier oben auf der Scheibe. Ja, das Gian zeigt schon eine schöne Versiegelung. Schauen wir beim Sonax. Und auch beim Shiny Garage Wet Protector schauen wir nochmal nach. Ihr könnt das auch mit einem Hochdruckreiniger machen, ihr könnt es aber auch mit einem härteren Wasserstrahl machen. Geht genauso. Ja, und damit haben wir alle drei sozusagen komplett verarbeitet. Schauen wir uns das erste Zwischenergebnis an. Hier beim Shein Red Coat, wenn ihr euch da nochmal an die vorhergehenden Bilder erinnert, bildet eine richtig schöne kleine Versiegelung aus. Auch hier Wasserfilm reißt schnell auf und habt da einfach so eine kleine Versiegelung, die so einen Monat circa anhält, je nach Witterungseinflüssen. Auf jeden Fall ein besseres Bild als vorher. Schauen wir in der Mitte beim Sonax nach. Auch hier der Wasserfilm reißt ähnlich schnell auf. Wir schauen auch nochmal hier zur unbehandelten Fläche. Seht ihr ganz deutlich, Wasserfilm reißt nicht mehr auf. Die beiden im direkten Vergleich. Meiner Meinung nach das Sonax ist ein kleines bisschen schwächer. Schaut mal auf den Wasserfilm, der sich zusammenzieht. Ja, ich denke mal, da ist das GN Red Coat hier leicht im Vorteil. Schauen wir auch nochmal drüben zum Shiny Garage Red Protector. Auch hier nochmal der Grenzübergang sozusagen und dann hier der Unterschied. Ja, auch hier
wird es nochmal ganz deutlich. Auch der Wettprotektor liegt für mich hier vor dem Sonax. Wird nochmal schön deutlich an der Stelle. Man sieht es auch hier an den Bahnen, die nach unten laufen. Hier bleiben ganz, ganz viele Tropfen zurück. Hier drüben beim Shiny Garage viel, viel weniger. Von der Leistung her, Gian Redcoat, wie auch in unseren früheren Tests, für mich ebenbürtig mit dem Shiny Garage Wet Protector. Und das Sonax muss ich hier erstmal bei dem kleinen Test hinten anstellen. Schauen wir uns die Sache mal auf der Scheibe an. Und hier beim Gian Redcoat als Scheibenversiegelung nur zu empfehlen, wenn ihr wirklich keine andere Versiegelung da habt. Ihr könnt es mit drauf anwenden, aber ich empfehle euch trotzdem, eine richtig schöne Scheibenversiegelung zu nutzen. Also hier die Leistung kann mit so einer richtig schönen, ausführlichen Wäsche und Versiegelung nicht mithalten. Schauen wir mal hier beim Sonax in der Mitte. Auch hier ähnliches Bild. Nehmen wir die beiden mal ins direkte Duell. Ja, sehr identisch. Schauen wir drüben beim Wet Protector nach. Und da nochmal ins direkte Duell. Ja, sehr ähnliches Bild. Also alle drei ersetzen hier keine Scheibenversiegelung. Eher doch lieber für den Lack anzuwenden, aber für so einen kleinen Schutz können wir es auch auf die Scheibe drauf machen. Schauen wir uns auch nochmal hier die Tropfenentstehung an. Ja, wachsen langsam an. Bilden auch bei kleinster Größe sozusagen schon eine kleine runde Form aus. Und sobald sie da eine schöne Größe erreicht haben, laufen sie nach unten. Kommt auch wieder immer auf die Neigung der Motorhaube an. Hier bei dem Fahrzeug im oberen Bereich sehr horizontal. Deswegen haben sie es doch ein bisschen schwieriger. Aber bei ein bisschen Gegenwind und Fahrtwind und so weiter sind die Tropfen dann hier schon von eurem Fahrzeug runter. Schauen wir uns mal die Tropfenentwicklung vom Sonax an. Ja, die kleineren Tropfen, ihr seht es jetzt auch, haben schon hier mit den ein oder anderen Kanten und Ecken zu kämpfen. Also hier wird es auch nochmal deutlich, dass das nicht so extrem glatt ist wie beim Redcoat. Und wenn die Tropfen dann etwas größer wären, laufen sie auch vom Lack runter. Aber ihr seht es ja auch nochmal an dieser doch eckigeren Form, hat etwas zu kämpfen. Ja, jetzt sieht man es auch nochmal deutlich. Es braucht schon einfach etwas mehr Wasser, um hier dann sich in Bewegung zu setzen. Schauen wir uns auch nochmal die Tropfenentstehung beim Shiny Garage Wet Protector an. Ja, hier sieht man es auch nochmal gut. Kleine Tropfen, doch etwas runder. Ähnliches Bild wie beim Gian Redcoat. Ihr könnt auch eure Meinung unten drunter schreiben. Das sieht richtig schön aus, funktioniert auch gut. Und jetzt machen sie sich schon auf den Weg. Ich betone nochmal hier sehr horizontal gelagert der Oberbereich der Motorhaube. Da haben sie es doch ein bisschen schwerer. Aber ich denke, der Unterschied war schon gut sichtbar. Schauen wir uns ja auch nochmal die Tropfenform an beim Gian Redcoat. Ihr seht hier ganz deutlich, bilden schon eine schöne runde Form aus. So die ein oder anderen flachen Stellen sehen wir schon, aber trotzdem auch die kleinen Tropfen hier schön rund. Das zeigt immer, dass hier eine sehr hydrophobische Oberfläche vorherrscht. Also funktioniert gut hier beim Gian Redcoat. Schauen wir uns das mal an. Ja, also ihr seht auch, wenn ich die Tropfen hier zusammenschiebe, geringste Neigung. Das funktioniert hier schon ganz gut. Schauen wir mal beim Sonax nach. Hier haben wir das Bild vom Sonax. Ihr seht ganz deutlich, diese Tröpfchen sind doch etwas flacher. Also das zeigt, dass die wasserabweisende Schicht hier doch etwas schwächer ausgebildet ist als beim Gian Redcoat. Ich sprühe auch dort nochmal etwas mehr auf. Ja, das sehen wir hier auch, wenn die Tropfen dann sich auf den Weg machen. Sehr, sehr flach. Das zeigt nochmal, dass das Sonax doch ein bisschen hinter dem Gian Redcoat liegt. Und hier haben wir den Shiny Garage Wet Protector im vorderen Bereich. Hier oben haben wir schon die Grenze dann, deswegen hier vorn. Ja, bildet auch erstmal eine schöne runde Form aus. Tropfen laufen auch nach unten. Auch nicht so flach wie beim Sonax Spray and Protect. Gefällt mir auch. Ist für mich mit dem Gian auf einer Ebene. Weiterhin.
Und damit haben wir uns die drei nochmal etwas näher angeschaut. Den Wet Protector und das Wet Coat hier von Gion hatten wir bereits schon für euch im Test. Und hier wollte sich mal das Sonax mit einmischen. Konnte es auch ganz gut, aber konnte sich nicht an die Spitze setzen. Das haben wir auch deutlich nochmal hier im Test gesehen. Und auch so hatten wir den schon mal ein bisschen im Einsatz, um zu schauen, wie wirkt er denn so auf anderen Fahrzeugen. Haben wir auch immer das gleiche Bild bekommen. Also die Bilder hier sprechen auf jeden Fall für sich, für alle drei. Alle drei sind auf jeden Fall wesentlich besser als komplett ohne Versiegelung durch die Gegend zu fahren. Vor allen Dingen jetzt im Winter ist es eine schöne Sache, wenn ihr einfach aufgrund der Temperaturen und auch der Zeit nicht mehr die Möglichkeit habt, ihr euer Fahrzeug schnell zu versiegeln an der SB-Box, dann ist vielleicht so eine Nassversiegelung was für euch. Ich gebe euch nochmal den Hinweis, schaut vor allen Dingen auf die Preise. Es gibt von diversen Produkten hier auch nochmal so 4-5 Liter Kanister. Wenn ihr sagt, ihr wollt eine große Menge einsetzen und wollt da auf einen günstigen Literpreis, dann schaut euch nochmal die verschiedenen Versionen an. Und damit kommen wir hier zum kleinen Ranking. Für mich immer noch ungeschlagen auf dem ersten Platz hier das Gion Wet Coat. Ganz, ganz dicht gefolgt vom Shiny Garage Wet Protector. Ich habe hier noch die alte Flasche. Es gibt schon das neue Design, selber Inhalt. Und hier haben wir auf dem dritten Platz das Sonax Spray and Protect. Konnte sich nicht an die Spitze setzen, funktioniert aber trotzdem. Aber ihr könnt immer noch zwei Produkte euch nach Hause holen, die doch etwas besser arbeiten. Ihr könnt auch alle drei noch auf anderen Versiegelungen anwenden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Wachs habt, was schon ein bisschen schwächelt, oder ihr habt eine Keramikversiegelung und die lässt langsam zu wünschen übrig, ihr wollt aber noch etwas hier die Wintermonate überbrücken, könnt euch auch so eine Nassversiegelung mal anschauen. Auch auf der Scheibe funktioniert es soweit, bringt so eine ganz, ganz kleine Versiegelung auf, aber kann bei weitem nicht mit einer richtigen Scheibenversiegelung mithalten. Und damit danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Lasst dem Video noch hier einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann auf jeden Fall das jetzt sofort nachholen. Schaut euch noch die anderen Videos hier rechts und links von mir an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.